Herzlich willkommen, liebe Weird News Fans. Heute möchte ich euch ein Spiel vorstellen von einem brasilianischen Indie-Studio, und zwar von Duaik oder Duaik. Also ich kann es ja nicht richtig aussprechen, ich kann ja blöderweise kein Portugiesisch. Aber das Spiel heißt Aritana and the Chieftain's Disease. Das ist so viel wie Aritana und das Leiden des Häuptlings oder die Krankheit des Häuptlings. Wir spielen heute hier nur kurz die Demo des Spiels. Die ist auf dem Blog der Entwickler verfügbar und die kann auch jeder mal ausprobieren. Warum wir darüber berichten? Ganz einfach deswegen, weil dieses Spiel auch für die Ouya erscheinen soll. Ja, worum handelt es sich bei dem Spiel? Das Spiel basiert hauptsächlich auf, auf den Ureinwohnern Brasiliens. Und deswegen ist es auch von der brasilianischen Regierung extra ausgezeichnet und gefördert worden, dieses Spiel. Und ja, also auch pädagogisch ganz wertvoll. Dieses Video dauert ja jetzt nur 2,5 Minuten, was daran liegt, dass das Demo-Level einfach nicht länger ist. Der Blog veröffentlicht zwar immer wieder neue Inhalte, aber die neueste Demo, ja, ist momentan eben noch sehr kurz. Prinzipiell sieht das Spiel ja schon ganz nett aus. Die Grafiken sind eigentlich wirklich sehr liebevoll gestaltet, kann man sagen. Und das Ganze wirkt auch recht bunt und es spielt sich auch gut. Also wir haben das jetzt hier am Computer mit einem Controller gespielt. Funktioniert wirklich einwandfrei. Und es macht ja auch ziemlich Spaß. Also es ist natürlich ein klassisches Side-Scroller-Jump-and-Run. Ich meine, nichts, was man noch nie gesehen hätte. Aber es funktioniert gut und es macht auch richtig Laune. Ja. Wir schätzen ja, dass es in Zukunft sicher haufenweise solcher Spiele für die Ouya geben wird. Was natürlich überhaupt nichts Schlechtes sein muss. Man erinnert sich zum Beispiel an Mario. Ich meine, Mario gehört zu den absoluten Top-Retro-Klassikern und ist ja vom Prinzip her auch nicht groß was anderes. Ja. Also, insgesamt, wir sind von dem Spiel recht begeistert. Es steckt zwar noch einiges an Arbeit dahinter, die gemacht werden muss, aber es funktioniert bereits jetzt gut und man sieht, ja, da steckt System dahinter. Übrigens, über ein kleines Abo würden wir uns freuen, Leute, denn momentan läuft bei uns auch ein Gewinnspiel auf der Ouya News-Seite. Einfach mal vorbeischauen auf www.ouyanews.net.